Zielfisch, erster Wurf, das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Zack, also direkt wieder rauswerfen. Ganz locker, flockig, auf Prosopium. Super seltener Fisch und super schwierig zu fangen. Das Prosopium, und das teste ich hier schon seit ein paar Tagen immer mal wieder hier an der Stelle. Und was mir da aufgefallen ist, dass man hier an der Stelle ganz gut mit Schnurclip reingehen kann. Und das klappte ganz gut. Also mehrfach schon in den letzten Tagen auch mal so drei, vier, hoppala, der war zu früh, drei, vier Prosopium innerhalb von 10 Minuten, zack, 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 ein paar Mal hintereinander gehabt. Und ja, das läuft, wie gesagt, hier an der Stelle ganz gut. Es gab schon einen Beitrag im Discord, es gab schon eine Stelle, es wurde hier schon von berichtet, von 82.100 hieß es jetzt die Tage auch, dass es auch im offiziellen Forum oder im Discord auch schon gepostet wurde. Ich glaube hier vom Anleger auch. Also Prosopium immer mal wieder und überall. Und beim Rumprobieren bin ich, wie gesagt, dann hier irgendwann gelandet, in der Nähe vom Anleger. Und das eben dann mit Schnurclip hier auf 10 Meter gestellt. So, und dann pendelt sich ja quasi die Pose so Stück für Stück auf 10 Meter an einer Stelle ein. Die letzten Tage hatte ich es eigentlich nur mit zwei Ruten gleichzeitig gemacht, weil mit dreien ist es eigentlich zu stressig. Aber jetzt wollte ich hier mal noch ein bisschen Gas geben und mal gucken, was geht. Und ja, es geht einiges. Ich glaube, ich stand sogar hier. Ich muss mal gucken. Stand ich hier? Ich glaube, ich stand hier. So direkt neben dem Boot. Jetzt stehe ich hier sogar noch ein bisschen weiter. Also grob jetzt hier in die Area und dann eben, wie gesagt, die 10 Meter einfach mit dem Schnurclip rein. Sobald ein Fisch reingeht, sobald die Pose anfängt weiterzuziehen. Jetzt hängen die ja hier. Also sobald sich die Pose löst aus dem Schnurclip, sofort auch greifen, einkurbeln. Denn dann ist der Fisch in der Regel schon dran. Ganz selten, dass dann auch nochmal ein Ausschlitzer irgendwie passiert. Oder dass der Fisch dann noch nicht richtig gehakt hat. Kleine sibirische Maräne hatte ich jetzt hier die Tage auch nochmal wieder gefangen als Trophy. Also die ballert hier in großen Mengen rein. Pelletmaräne geht auch rein, je nachdem, welchen Köder man gerade hat. Und zuletzt hatte ich eben mit Fliegenartigen eben nochmal probiert, denn die hätte ich hier auch ganz gerne als Trophy. Die Regenbogenstinte, sensationell. Hoppala, kriegen wir den? Haben wir sogar. Perfekt. Köderkombi, gucken wir uns gleich nochmal an hier. Da guck mal, 1 Gramm, ich glaube 800 Gramm Trophy. 1 Gramm drunter, wäre auch zu viel gewesen. Ich habe den, also die kleine sibirische schon mehrfach als Trophy. Da bin ich jetzt auch gar nicht fies drum. 10er Haken hier. 10er Haken, ich bin hier nur mit 3,1 auf den beiden Routen unterwegs. 3,1 Kilo, also komplett rein in die Action. Hier geht wir abballa, das war die verkehrte. Müssen wir nochmal auswerfen. Die 2, die legen wir auch nochmal ein bisschen weiter weg. Jetzt ist aber erst die 3 wieder dran. Und das war zu spät. Da müssen wir gleich nochmal rauswerfen. Jetzt ist sie aber dran. Jetzt ist hier die. Und ist auch noch dran. Perfekt. Und, ui, wieder Regenbogenstint in groß. Ich glaube, ich lasse das hier. Mir ist das ja wurscht, ne? Also, fange ich Prosopium oder Regenbogenstint als Trophy, nehme ich doch beides mit. 1,50 Meter Tiefe hier an der Stelle. 1,50 Meter Tiefe. Man muss gar nicht so weit auswerfen. Ich mache das bloß, weil das ungefähr diese 10 Meter sind. Und dann kommt man halt direkt in den Clip und dann geht das so schön runter. Und dann stehen die quasi auf 10 Meter am langen Arm. Auf 10 Meter stehen die dann genau hier an der Stelle und gut ist. Treibangeln ist, glaube ich, jetzt immer noch gegeben. Also solange sie so treiben, ist da immer noch dieser Bonus Treibangeln. Und zack, da auf der 1, jawohl, ging es auch schon direkt los. Gleich jetzt auf der blauen. Auch schon leichte Kreise zu sehen. Direkt der Wechsel, jawohl, auch noch gehakt. Und dann läuft das Ganze doch hier. Sehr schön. Also, wenn ihr Skillpunkte braucht fürs Posenangeln, hierhin. Wenn ihr diese Fische braucht, Prosopium, wer braucht Prosopium nicht?
Prosopium super selten, viel zu selten, viel zu schwierig zu fangen. Auf jeden Fall hier auf Testen an der Stelle. Und bei der kleinen sibirischen Maräne, wenn euch die noch fehlt, ja, hundertprozentig hin. Genau wie gesagt, wie Pelletmaräne. Pelletmaräne geht auch regelmäßig ganz gut hier rein, auch in guten Größen. Die letzte, die ich hier in Größe hatte, war fast 2,7 Kilo. Ich glaube, die liegt bei 3 Kilo im Trophy-Gewicht. Also auch da kann man auf jeden Fall hier rein. Das Einzige, was man eben machen muss, ist ein wenig Ködermanagement, Köderkombination testen. Also, welche Köderkombi läuft am besten? Und fürs Prosopium ist es Steinfliege. Kann ich mal eben kurz reingucken? Ja, ich glaube, wir gucken einfach mal. Das hier ist eine ganz gute Kombi, aber auf den Zehnerhaken. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal ein bisschen kleiner rein. Zack, da geht es auch schon was rein. Ah, zu spät. Dann nutzen wir das. Aber nee, auf der 1, auf der gelben, ist hier vorne auch gleich Action. Guck, da sind schon die Ringe. Da ist also schon was dran. Und zack. Und auch nicht gehakt. Na, die Schlingels. So, also hier die Köder-Kombi mit Eintagsfliege, Eintagsfliegenlarve. Ich glaube, das lassen wir jetzt einmal draußen. So. Und dann haben wir hier neben. Dann haben wir hier neben nochmal die Köder-Kombi mit. Machen wir mal. Eintagsfliege mit Steinfliegenlarve. Machen wir das mal rein. So. Zack. Und als nächstes machen wir hier auch auf einem Zehnerhaken. Haben wir noch einen anderen? Bleiben oder einen Zwölfer? Ne, bleiben wir hier auf dem Zehner mit Stein und Stein. Alles wie gesagt 1,50 Meter Tiefe. Und dann gib ihm. So. So. Und so ähnlich. Kohlemäßig sind die auch gar nicht so schlecht. Also das ist natürlich jetzt eine Frage der Köder-Kombi. Aber jetzt in der kurzen Zeit, zack, zack, 44 Silber ist schon mal gar nicht so schlecht. Die kleinen sibirischen ab einer gewissen Größe lohnen sich. Die Regenbogenstinte lohnen sich. Pelletmarine lohnt sich eigentlich fast alles hier. Also hier kann man einfach immer wieder gut hin, wenn man Bock hat aufs Posenangeln, wenn man Bock hat hier mit der Stippe zu stehen, sich noch ein paar Skillpunkte zu machen oder wenn man einfach die Fische haben will, dann ran hier. Guck mal da, zack, auf der gelben geht es auch direkt wieder los, gar nicht lange zubbeln. Rein. Oh nee, da war die 2 als erstes. Jetzt bin ich aber, jetzt kommt die 1 hinterher und das passiert eben auch häufig. Zack, zack, eine nach der anderen. Und wie gesagt, hier jetzt gerade nur mit 3, Prosopium, Alter, nur mit 3, Kilo unterwegs, also 3,1er Vorfach, das lohnt. Größtes Prosopium bei mir jetzt die Tage über 1 Kilo, 1 Kilo noch was. Auch noch gehakt, jawohl. Das ist immer wichtig. Haken vor reinziehen. Hauptsache, man hat dich schon mal gehakt. So, auf der 1 ist, glaube ich, auch schon wieder was. Auf der gelben, da zuppelt es auch schon wieder los. Direkt im Blickbarm. Ihr seht, kleine sibirische Maränen ohne Ende. Prosopium aber, wie gesagt, auch immer wieder dabei. Und das heißt, ich werde jetzt hier weiter testen auf Prosopium in der Hoffnung, dass der Brocken bei mir irgendwann mal reingeht. Da ist schon wieder was dran. Jawohl. Da geht's weiter, die kleinen Regenbogenstinte. Den nehme ich auch mit. Fehlt mir auch als Trophy, kann gerne hier reinrasseln. Prosopium, Regenbogenstint und was nicht alles. Also, Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns an dem nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Ja, und wenn ihr nicht so viel Stress haben wollt, einfach nur mit 2 Posen hier reingehen. Das reicht auch. Bis dahin. We'll be right back.